insbesondere auch die Bemerkung von Frau Müller, die ich mal herausgreifen möchte, der VDA-Präsidentin. Sie hat so nebenbei erwähnt, dass es eben auch noch 1,4 Milliarden Automobile weltweit im Bestand gibt. Und wenn wir nicht synthetische Kraftstoffe entwickeln, dann werden die ewig wahnsinnige CO2-Ausstoße haben. Man könnte aber mit synthetischen Kraftstoffen diese Autos schlagartig zu umweltfreundlichen Fahrzeugen machen. Und da frage ich mich, weshalb wollen die Grünen keine synthetischen Kraftstoffe unterstützen? Sie wollen nur das batteriegetriebene Elektrofahrzeug durchsetzen. Und da frage ich mich, was hat der arme Verbrennungsmotor eigentlich getan, damit er abgeschafft werden muss? Denn wenn ich ihn füttere mit nicht mehr einem Treibstoff, der auf fossilen Energien beruht und CO2 produziert beim Verbrennen, sondern mit CO2-freiem Kraftstoff, dann kann doch der Dieselmotor nichts Schlechtes sein. Aber irgendwie mögen die den Dieselmotor nicht oder den Benzinmotor nicht, den Verbrenner eben nicht. Und damit vertun wir eine riesige Chance, den Park von 1,4 Milliarden Autos in der Welt CO2-frei zu kriegen. Und da frage ich mich, haben die wirklich im Sinn, sich ums Weltklima zu kümmern, oder geht es hier um eine grüne Ideologie, genau das durchzusetzen, was Sie als ideale Technologie sich ausgedacht haben? Denn sonst ist ja nicht zu verstehen, dass wir das nicht machen. Aus meiner Sicht extrem wichtig. Ja gut, die werden ja jetzt nochmal verstärkt durch das heute beschlossene Klimaschutzgesetz. Das ist ja in seinen Auswirkungen noch gar nicht absehbar, was da im Hauruck-Verfahren in weniger als 2 Wochen beschlossen wurde. Ich habe dafür kein Verständnis und muss sagen, wir leben nicht mehr in einer Welt, wo eben freie Marktwirtschaft und das, was mal Ludwig Erhard als Basis für unseren Wohlstand eben als seine Theorie hatte, das kommt völlig unter die Räder. Und wir sind mitten in einer Planwirtschaft, wo der Staat, ein mächtiger Staat, ein starker Staat, die klaren Vorgaben macht. Und die sind, wie wir das leider jetzt sehen, an vielen Ecken und Enden eben nicht über faktenbasierte Analyse erarbeitet worden, sondern die sind im Grunde ideologisch vorgegeben, weil so sollen die Menschen leben, wir wissen, wie es gut ist. Und dagegen sträube ich mich. Ich bin ein engagierter Marktwirtschaftler.